Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video von Volume Games. Heute mit den One More Comfo Mini. Die Comfo Buds Mini sind jetzt nicht einmal, glaube ich, eine Woche auf dem Markt und sind angeblich die kleinsten mit nicht einmal 3,7 Gramm Gewicht. Earbuds, noch dazu mit Noise Cancelling, langer Akkulaufzeit, schauen wir mit 7 Stunden plus in der Docking Station nochmal 24 Stunden zum Nachladen. Wireless Charging innerhalb von diesem Ladeboxerl. Und ja, wir haben jetzt ein Rezensionsexemplar gekriegt, danke Technik BR dafür. Und jetzt schauen wir uns gemeinsam mit euch an, was alles in der Box enthalten ist und wie man die Buds dann koppeln kann. Gut, ja, die Schachtel, relativ simpel, viereckig, mit jeder Menge Zusatzinfos. Hier kommt dann der nette Hinweis auf Open und damit lässt sich die Schachtel auch schon öffnen. Wir haben gleich zu Beginn eine kleine Anleitung zu unseren Buds. Einerseits zur Größe, andererseits zur Docking Station und zum Chargen. Und zentral haben wir auch schon hier die Buds. Wenn wir das Plastik entfernen, können wir auch schon unsere One More Buds aus der Schachtel nehmen. Wir sehen die Ladestation mit einer LED. Unten den USB-C Ladestecker. Dann haben wir noch eine kleine Schachtel. Da kriegen wir hinten den Hinweis, einerseits das USB-C Ladekabel, ich glaube, das ist relativ simpel, wie ein USB-C Ladekabel ausschaut. Und andererseits noch andere, wie nennt man diese Dinge, Ohrstöpselgrößen, Ersatzgrößen, damit das Ganze auch gut in unsere Ohrwasche passt. So, ansonsten haben wir noch eine Comfort User Mini Guide und einen QR-Code mit TinLab Corporation. Das Mini-Guide ist gar nicht so mini, aber man muss dazu sagen, es ist einfach in unzähligen Sprachen enthalten. Mal schauen, ob wir das jetzt dann brauchen zum Quick Startup. Ja, unsere One More Mini werden wir jetzt einfach mal befreien, hätte ich gesagt. Zack. Und ja, hochklappen. Oh, und sie leuchten gleich. Und man sieht, sie sind wirklich verglichen mit meinem Daumen da jetzt mini. Und haben noch eine Schutzfolie drauf. Und man sieht hier innen drin auch eigentlich die Charging Pots in meinen Augen. Ob das dann so Key Charging ist. Gut. Kleinhandlich, passt in eine Jackentasche, hätte ich gesagt. Relativ simpel. Und LED für Status. Schauen wir mal, was denn hier das Manual sagt. Ja, es gibt eine One More Music App, die haben wir auch schon runtergeladen. Und das erste wird natürlich jetzt sein, dass wir das ganze Gerät pairen werden, nehme ich an. So, wir wechseln mal auf die Anleitung. Da haben wir auch schon ein Deutsch. Packungsinhalt haben wir. Aha, gut, durch das Öffnen werden sie eingeschalten. Kopplung. Der linke und rechte Kopfhörer werden automatisch miteinander gekoppelt, wenn sie sich im Gehäuse befinden. Bluetooth-Kopplung mit dem Gerät. Um sich zum ersten Mal im Gerät zu kopplen, schalten Sie den Ohrhörer ein, um den Kopplungsmodus aufzurufen. Der rechte Kopfhörer blinkt, noch blinkt nichts. Ah, da rechts ist der Knopf. Dreimal. Einmal, zweimal, dreimal. Schauen wir mal. So, wir haben auch hier schon unser Smartphone zurechtgelegt. Wir haben jetzt hier ein OnePlus Nord Handy mit Oxygen OS 11188AC01BA. Und wir gehen hier in die Bluetooth Settings
und suche mal unsere Earbuds. Ich gehe mal davon aus, wir müssen erst noch die Schutzfolie abziehen, sonst wird da nichts gekoppelt. So. Weil die Schutzkontaktefolie natürlich verhindert, dass die beiden da. Tick, jetzt blinken sie auch wunderschön, wenn man sich das anschaut. Blinky, 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 blink. So. Und wir finden sie auch schon, die One for Comfort Mini Buds Verbindung wird hergestellt. Koppeln. Und wir bekommen auf dem Smartphone Informationen. One more Akkustand 100%. Das heißt, sie kommen sogar vollgeladen nach Hause. So. Damit wäre, glaube ich, die Kopplung auch schon wieder fertig. Und wir sollten sie eigentlich nutzen können. Dazu gibt es jetzt auch noch die One More App. One More Music. Farbton des Produkts wählen. Ich weiß jetzt nicht, warum das wichtig ist, aber wir werden einfach mal das weiße Gerät. Für perfekte Geräuschunterdrückung wählen Sie bitte die richtigen Kopfhörergrößen. Okay. Die haben wir gerade vorher festgestellt, das sind die, die nebenbei dabei sind. So, Wiedergabe anhalten. Doppeltes Tippen auf die Mitte des Schafts an der. Also auf seitliches Drauftippen kann man die Wiedergabe anhalten. Anrufen, Doppeltippen. Also offensichtlich haben die auch ein Inbuilt-Mikrofon. Zumindest mal für den Telefonanruf kann man damit abheben. Stimmsteuerung auf dem Handy, dreimal auf der Mitte des Schaftes an einer der beiden Kopfhörer drücken. Interessant. So, zusätzlich können wir jetzt Active Noise Cancelling auswählen. Intelligente Wiedergabe, Sound-IDs, beruhigende Klänge. Firmware aktualisieren. Sind wir auf dem neuesten Stand. Und damit sind wir auch schon startklar mit unserer Buddy-App. Lustig finde ich, dass sogar die Charging-Station offensichtlich sich koppelt, weil sogar die kriegt einen Status. Gut, ich würde sagen, ich probiere das jetzt einfach mal on the screen aus. Wir haben jetzt hier noch unsere Buds. Ich bin immer links, rechts, das ist mal rechts. Zack, passen gleich super toll rein. Einmal zweimal. So. Und jetzt wechseln wir noch kurz zu einem unserer Audio-Tracks und probieren noch kurz mal die Wiedergabe. Sorry! Ich kann es jetzt leider nicht hören, aber it works. Wollen wir jetzt seitlich tippen. Ha, kann mal passieren. Geil. Das kann man ja sogar noch zeigen. Wir hören uns gerade einen neuen Titel an. Zum Beispiel das wunderschöne neue Album von Casper mit dem Lied Fabian. Und wenn wir jetzt einfach hier auf der Seite tippen, passiert sich auch schon der Track. Nochmal drauf getippt. Geht es wieder weiter. Also man sieht, das Startup ist gar nicht so kompliziert, wie man sich das denkt. Oder man denkt eh nicht, dass es kompliziert ist. Ja, ich bin gespannt. 7 Stunden Musiklaufzeit mit dem Charger. Noch einmal eine Erweiterung. Sie wiegen fast nichts. Wiegen jetzt auch nicht so. Ich kann meinen Kopf schütteln, dass sie rausfliegen. Also wir werden jetzt noch aktiv da beim Laufen und so weiter testen, wie gut sich die Earbuds verhalten, und ihr werdet auf jeden Fall demnächst bei uns dann auch auf Volume Games volume.at/games einen Review zu unseren wunderschönen One More Comfort Buds Mini finden. Das Ganze gibt es auf Amazon für 100 Euro und mit einem Rabattcode gibt es sogar noch 15% Rabatt. Bis 15. April könnt ihr die Earbuds bestellen und ich werde euch den Rabattcode, weil ich ihn auf die Stelle nicht finde, in dem Video posten, beziehungsweise auf dem Artikel.
werdet ihr das auch finden. Ein bisschen stört die Musik im Hintergrund. Der Discount-Code heißt Piston Pro 15, sehe ich gerade. Jo. Gut, das war unser Mini-Unboxing. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß mit den nächsten Videos und wir sehen uns demnächst wieder beim nächsten Video-Review und oder Stream. Bis dahin immer schön laut bleiben, vielleicht sogar mit den One-Wear-Earbuds. Und wir sehen uns wieder. Ciao.